Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Ihr seht, wir sind in Norwegen immer noch und sind eigentlich dabei, hier die Karte so ein bisschen zu erkunden. Mal zu schauen, beim letzten Mal waren wir hier auf diesem Aussichtspunkt. Und hier diese Wand können wir, glaube ich, direkt weglassen, ne? Da wird es nichts geben. Aber hier drüben bei Hellskip, da könnte es vielleicht irgendwas geben. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ja, da sehen wir auch irgend so ein Zelt oder ist es ein Stein da auf der Insel? Ich weiß es nicht. Ach, da unten liegt ja einer. Okay, das war der Sprung ein bisschen weiter, als ich dachte. Ach, das hier ist ja der Dränger, den wir besiegt haben beim letzten Mal. So, können wir hier nicht irgendwie runterrutschen, so ein bisschen an der Wand. Okay, dramatisch. Also, man reicht mir ein Pferd. Ja, einen Skillpunkt habe ich halt irgendwo noch übrig. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Ich kann nicht zu der Markierung. Wir reiten irgendwie auf dem Weg. Wo führt denn der Weg eigentlich hin? Der endet hier einfach so an der Küste, oder was? Ja. Sieht ganz danach aus. So, dann schauen wir mal, wie wir da raufkommen. Da ist ja, glaube ich, Wasser zwischen uns und der Markierung, ne? Da ist halt ja, so ein kleines Plateau, das ja fast bis ganz ranreicht, angeblich. Da oben. Aber das ist zu weit für alles. Aber guck mal. Da unten, da sehen wir schon, komme ich heran, ein kleines Seil, das da gespannt ist. Da müssen wir nur mal rausfinden, wo sich der Ursprung dieses Seils befindet. So, den Obsidian nehmen wir natürlich, Opal nehmen wir natürlich mit. Ach, da. Da reiten wir doch hier gleich mal runter. Pferd, du kannst leider nicht mit. Tut mir leid. Diese Seilrutsche hier ist nicht pferdetauglich. So, ich hoffe, ich springe nicht daneben. Das hätte ansonsten richtig Aua geben können. Und dann haben wir hier eine Höhle, die uns da nach oben drauf führt. Das finde ich aber schön. Hier hinter der gefrorenen Wand. Findet sich eine kleine Truhe. Oben geht es doch irgendwie auch noch weiter, oder? Gibt zumindest ein paar Pilze, aber kommt man da nur von der anderen Seite ran? Weil von der Seite ist halt überall Eis. Eis kann man nicht benutzen, um sich dran festzuhalten und hochzuklettern. So, kann ich eigentlich das Eis. Kann ich eigentlich nicht.
Da müssen wir mal gucken, ob es da noch einen anderen Weg hoch gibt. Auch so eine kleine zugefrorene Höhle. Einfach nur um ein bisschen die Stimmung zu unterstreichen von dem Ding, wie es aussieht. Warum wachsen hier so viele nahrhafte Pilze? Sollte mir erst zu denken geben. Wartet hier irgendwas Fieses in dieser Höhle auf mich? Ist das Ding überhaupt so verzweigt? Aber da komme ich doch auch nicht hoch. So, okay. Der Pfad könnte interessant sein. So, von hier aus. Was soll man das so machen, nämlich? Kann ich hier einmal ran. Ja, und ran. Oh, man schafft es wirklich bis nach da oben direkt, beziehungsweise da drüben. Das ist ja interessant. So, hier gibt es auch netterweise einen Pfeil. Und dann kommen wir hier direkt rein und da ist dann der Ausgang, den wir schon von unten gesehen haben. Ah, und hier gibt es auch mein erklärendes Schriftstück. Nachricht auf feuchtem Papier. Alle geben mir die Schuld, aber was sollten wir tun? Dort draußen bleiben und an den Felsen zerschellen? Vielleicht sitzen wir fest, aber wir leben. Sie beobachten mich, suchen nach Hoffnung, derweil ihr Hass heiß in diesem feuchten Gefängnis lodert. Man sieht so schwer in diesen sturmgepeitschten Gewässern. Okay, kleiner Navigationsfehler vielleicht, der hier zum Stranden geführt hat. Komme ich hier am Eingang wieder raus, ne? Jo. So ist es. Ja, wunderbar, Rätsel geklärt. Oder gelöst. Was macht man mit Rätseln nochmal? Grammatisch korrekt. Gut, wunderbar, aber... Ja, da ganz oben drauf würde ich natürlich schon gerne mal. Füchse gibt es hier. Dann können wir da rüber schauen. Und da würde ich sagen, das wäre doch eigentlich eine Top-Gelegenheit. Um nicht nur einen richtig coolen Screenshot zu machen. Sondern auch, um mal unseren Papageientaucher ein bisschen auf Erkundung zu schicken. Denn uns fehlen ja hier noch ein Reichtum. 4 Rätsel. Ja, und hier drüben muss irgendwas geben. So. Da sehen wir da drüben Rätsel. Die haben wir aber, glaube ich, schon. Ne? Ja, die kennen wir beide leider schon. Aber gut, wir wissen wenigstens eine 1 ist hier noch. Aber da müssen sich ja irgendwo noch 3 verstecken. Ich habe halt gar keinen Plan, wo.
Was gibt's denn hier oben? Ein Aussichtspunkt. Also vielleicht müssen wir echt diese Gletscherwände hier doch nochmal irgendwie erklimmen ein bisschen. Ja, da drüben gibt es sogar noch eine ganze Stadt. Oh, echt? Ach, tatsächlich. Ulvanus Eismine. Ja, dann müssen wir da wohl nochmal hin. Ist ja jetzt ungünstig. Dann gehen wir da vielleicht sogar zuerst hin. Da liegt ein Opal. Da oben, mitten drauf. Ach, das ist Alrichs Topper, was man da sieht, denke ich. Oh, hier, das könnte irgendeine total fiese Bestie sein. Ja, dann gehen wir vielleicht erstmal darüber. Kämpfen gegen jene Bestie. Und dann schauen wir mal, da in diese Höhle muss man wahrscheinlich rein. Ist der Eisbär da gerade im Boden versunken? Irgendwie schon, ne? Kann ich mein Schiff rufen? Oh ja. Ein bisschen dichter hätte ich kommen können, ganz genau deswegen nämlich. Also, dann drehen wir hier mal, wenden. Schauen, ob wir hier noch irgendwas entdecken. Dein Ernst. Ich sehe nichts. Ist schon mal uncool. Wow. Okay, ah, das Ding ist riesig. Und B stecken da schon einen ganzen Haufen. Das war kein guter Treffer, glaube ich. Ich war der Treffer doch nicht so scheiße. Jetzt noch ziehen könnte.
Pfeile her? Ach, meine Crew hilft die mit. Ernsthaft jetzt? Okay, das hat ihn nicht. Sonderlich beeindruckt, würde ich behaupten. Ich weiche auch immer zu seiner falschen Seite aus, ne? Okay, das hat zum Glück echt nicht viel Schaden gemacht. Schlag, komm schon, komm schon, komm schon. Make a really big rock with his height. Wow. Okay, das war ein cooler Kampf, muss ich sagen. Ich habe noch einen Beherrschungspunkt. Habe ich irgendwas verpasst? Was ist denn ein Beherrschungspunkt? Gab es schon wieder ein Update? Beherrschungspunkte. Du kannst deine... das sind Überpunkte, ne? Deine Beherrschungspunkte bei Beherrschungsknoten einsetzen, um die Werte eines bestimmten Zweiges zu verbessern. Das ist interessant, da muss ich mal direkt in mein Inventar gucken. Du bist Wolf und dein Talent ist in Bär drin. Du bist Rabe und weiß ich nicht. Du bist Bär und das Talent für die Bartaxt befindet sich aber. Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Achso, verbessert leicht. Nahkampfschaden, Nahkampfwiderstand und Gesundheit. Attentatsschaden, Ausweichen und Gesundheit. Fernkampfschaden, Fernkampfwiderstand und Gesundheit. Ah, okay, gut. Ja, ich würde sagen, Nahkampfschaden natürlich, ne? Hier kann ich jetzt alle meine Punkte. Ah, okay, ich habe nur einen Beherrschungspunkt, weil ich nur einen Überpunkt habe. Ich habe trotzdem noch zwei Fertigkeitspunkte, die ich natürlich irgendwie nie ausgeben kann. Vorläufig zumindest. Ja, okay, das finde ich ein bisschen komisch. Da muss ich mal gucken, ob ich die irgendwie ausblenden kann. Oder ob die mich da jetzt auf ewig nerven. Also auf jeden Fall den Bären vom blauen Eiswasser erledigt. Der zählt auch als ein Rätsel. Das finde ich schon mal gut. Und dann können wir hier noch so ein bisschen zwischen rumfahren. Oder wir fahren direkt zu den Eismühlen. Ich denke, wir fahren hier noch ein bisschen drin rum. Ein bisschen ausloten hier alles. We need an epic tale. Unar the Ugly was an excellent sailor who could pilot a longship entirely on his own. Catch the wind. This is why King Sigvaldi kept him around. In all other matters, Unar was a cruel, anxious and humorless man. He was one of the most unlikable people I have ever known.
One year, I recall we had invited some Carls from the Yngling clan to dine with us. As we were serving ale, we came to find that we had none left. It so happened that the ale had run out just before reaching Unar's hall. This raised in him a word storm, and he accused Sigvaldi of treachery. Every man in the longhouse jeered at Unar for raising such a fuss. This made Unar angrier than before, and he stormed out. A short time later, we heard him yelling through the door of the hall. I set this scorn pole upon the men of Yngling for their dishonor! We looked outside and saw that Unar had severed one of the heads of the Yngling's horses and stuck it upon a hazel branch. When he saw us gathering at the door, the Yngling carls among us, Unar panicked and ran. He was not seen for many months. We can continue later. Wir plündern das hier, okay. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir gucken uns das hier einfach an. Ganz gemütlich. Eine Stadt wie jede andere. Ja, da wird es hier natürlich auch nicht so viele Rätsel geben, denke ich mir. Ja, lauft! Feast, my wolves! Try the oxide leaf! Oh, was passiert? Ich bin ja fest. Warum? Auf ihn schießen wir. Ach, da oben. Ja, da krabbeln wir doch schnell hoch, würde ich sagen. Will der Fettsack hier nicht wieder hochkommen irgendwie? Oh, hey. Oh, wo kommen die denn jetzt her? Raus, du kannst helfen. Da kommt steht ja auch noch einer. Still. Also, wie sieht es denn hier unten aus inzwischen? Also mega viel zu plündern gibt es hier nicht, ne? Das ist, glaube ich, nicht mal ein Reichtum. Nee.
Was sagt denn die Karte dazu? Da hinten in den Minen gibt es einen Barren, aber ansonsten sieht sie echt ganz traurig aus. Das finde ich super schade. Wölfe wollen wir nicht unbedingt freilassen. Was gibt's denn hier unten? Naja, komm hoch hier. Noch irgendwas entdeckt? Nee. Ja, dann geht's wohl da durch dieses Tor ein bisschen. Aha. Seid beide schon dort, na gut. So, komm hoch. Und Schnee ist doch kalt. Da holt man sich ganz schnell eine Blasenentzündung. Au, au, au. Das sah schmerzhaft aus. Ach, da ist ja noch so einer. Wow. Wo ist denn deine Waffe? Die hätte ich voll gern geworfen. Ich glaube, da war die Waffe, ne? Oder war das nur Schaden? Ist denn der Kopf weggeflogen? Das sah echt ein bisschen so aus. Was passiert hier? Wird hier geplündert? Wo sind denn alle? So, holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung.
Hallöchen. Überraschung. So, wo denn noch? Wurde ich nicht eben noch beschossen? Vielleicht ja, vielleicht nein, man weiß es nicht. So, eigentlich wollte ich aber das Zelt da drüben ein bisschen plündern. Ah, und hier direkt unter mir. Sah es auch so aus, als wenn es da was geben würde. So, komm raus. Wurde doch eine Truhe versprochen. Wo ist denn die drüben in dem Zelt? Was schneit ins Zelt? Ah, das ist natürlich brutal. So, und da müssen wir mal schauen. Ich dachte, hier unter mir wäre auch was gewesen. Was ist denn, Eismine oder Eisenmine? Eisenmine. Habe ich vorhin Eismine gesagt? Ich glaube schon. Ich dachte, hier irgendwo hätte ich was. Vielleicht war es nur eine Fackel. Ich hätte schwören können, als ich hier drauf stand. Ist aber nichts. Na, was? Wo? Wo ist denn der? Keine Ahnung. Nicht gut, nicht gut. Odin, Odin! Oh, hä, hä, wie geht das denn? Oh, oh, oh. Nicht gesehen, ja. Oh, apropos hat er nicht gesehen. Right, let's get back to the ship. Was? Wir sind ja noch nicht fertig. Belohnung. Was ist in der Mine? Oh, die Mine ist verschüttet. In die Mine kommen wir gar nicht rein. Oh. Das ist echt schade. So, Reichtümer haben wir alle, aber es fehlen noch drei Rätsel. Das ist gar kein Reichtum, aber es sieht so fett aus wie ein Reichtum. Hier hinten wissen wir, ist ein Rätsel. Aber wo sind die anderen? Das ist einfach nur eine Konzentration von zwei Teilen. Na gut. Ich weiß halt nicht, ob sich hier oben irgendwie noch was befindet. Oder irgendwelche Bilder. Mit leuchtenden Sachen.
Und als halt so ein Glockengebimmel, ihr wisst schon, zu hören. Ich weiß halt echt nicht, wo sich hier noch zwei weitere Rätsel verstecken sollen, wenn die halt nicht gerade alle auf dieser Insel hier sind. Ich meine, ganz ehrlich, so richtig groß ist die Region halt nicht, ne? So, Proviant ist voll, Köcher ist mutmaßlich auch voll. Dann würde ich sagen, können wir echt zum Schiff zurück. Und dann für heute diese Folge beenden. Gibt's wohl auch nichts. Außer Seilrutsche. Ups. Das ist ja voll lustig, ne? Wenn man es mal eilig hat. Oh nein. Oh, ich bin falsch abgebogen. Wenn man es mal voreilig hat, zum Tor zu kommen, irgendwie von ganz oben. Und sich hier überall einfach so ranschmeißen. Ups. Ja, und schon ist man hier wieder auf dem Schiff. Und hat Unmengen von Spaß, würde ich sagen. Ja, aber nicht mal heute. Für heute war es das nämlich schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch. Da hinten habe ich was gesehen. Das war, glaube ich, so ein... Nicht ins Wasser springen. Das war, glaube ich, so ein Artefaktflimmern da hinten. Guck mal da, das Blaue. Das sieht doch echt danach aus, oder? Ist es der Punkt, den wir da schon... Ich kann es gar nicht sagen, wo das ist. Also es ist nicht auf der Insel, aber direkt dahinter, ne? Also hier irgendwo müsste das sein. Oder gucke ich aus Versehen über noch eine Insel rüber. Auf jeden Fall ist es noch ein Rätsel, das wir noch nicht aufgedeckt haben auf der Karte, würde ich behaupten. Es könnte auch direkt hier vorne auf der Insel sein. Schauen wir uns beim nächsten Mal an, auf jeden Fall. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.